Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 3. Ich bin das letzte Mal nicht so ganz hier weitergekommen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt wieder zurückkommen soll, aber ich denke, wenn ich das schaffe, dann also wenn ich es schaffe, irgendwie wieder zurückzukommen zum Anfangspunkt, dann kann ich irgendwie zum anderen Hebel und dann müsste ich da insgesamt rüberkommen. Aber natürlich ist das jetzt gerade nicht so einfach. Und ich weiß halt echt nicht, wie ich den ganzen Weg wieder zurückkomme. Weil da würde ich runterrutschen. Und ja, und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie so rüberkomme. Aber irgendeinen Weg muss es ja geben, oder? Oder das Gitter da muss eigentlich zu sein. Aber das bringt ja auch nichts Neues, oder? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt versuche hochzuspringen, ne, dann funktioniert das nicht. Oder kann ich versuchen, rückwärts zu springen und dann mich an der Leiter irgendwie festzuhalten? Nee, so funktioniert das leider nicht. Und leider, welches war denn das hier? Weil leider habe ich jetzt irgendwie alles überschrieben, nicht wahr? Ja, und das war hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach den ganzen Weg nochmal gehen sollte. Ich glaube eher nicht, nur wenn ich es wirklich überhaupt nicht hinbekomme. Nein, ich möchte die Stelle. So, also nochmal. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich den jetzt schon ziehe, denke ich. So, da geht sie hin. Gut, wenn ich irgendwie nach links kommen könnte. Aber sie kann nicht nach links springen. Nee. Nee, das geht nicht. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ich habe immer noch keine Idee, wie ich da wieder hochkommen soll. Also hier kann ich definitiv klettern. Ich denke mal an der Wand hinter mir wahrscheinlich eher nicht so. Oder? Wobei, ich glaube, ich probiere das mal. Nein. Ach Mann. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich lade diese Stelle nochmal und melde mich, wenn ich dann wieder bei der altbekannten Stelle bin. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Und ja, was mache ich jetzt genau? Ich würde gerne, also die Wand da hinten sieht so aus, als könnte man da dran klettern. Das heißt, ich möchte jetzt wieder darüber, um da dann den Hebel zu ziehen. Okay. Also hier wieder hoch. Und hier nach oben. So, und jetzt gucken wir mal, wenn ich mich da hinten loslasse, ob ich dann irgendwie mich festhalten kann an dieser bescheuerten Wand. Denn ich würde denken, das muss eigentlich gehen. Ja, das funktioniert auch. Okay.
Ich hätte mich also einfach nur kurz loslassen müssen. So. Ich denke mal, wir müssen das hier echt in der richtigen Reihenfolge auch machen. Dann ziehe ich. Dann geht der zu. Okay. Alles klar. Dann muss ich jetzt nur wieder zurück, ohne zu sterben. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Ich hätte bestimmt speichern sollen. Dann mache ich das jetzt kurz. Muss man halt immer dran denken, sich festzuhalten, wenn man die Stelle wieder lädt. So. Ja, und jetzt? Und jetzt? Oder kann ich von der Plattform aus zu dem Leben springen vielleicht? Zu dem Kristall? Weil ich glaube, es funktioniert nicht so ganz, wenn ich springe, mich versuche dabei umzudrehen und mich dann wieder an der Leiter an der Decke festhalte. Deswegen gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Frage mit Anlauf? Es könnte bald zu weit sein, ne? Oh Gott. Oh wow, okay. Das hat genau gepasst. Das ist ja bombastisch. Okay, und jetzt muss ich dann wieder dahin. Okay, sollte nicht so schwierig sein. Sehr gut. Dann ziehen wir nochmal an dem Hebel. Dann geht nämlich das andere wieder zu. Okay. Okay. Dann habe ich jetzt einen Plan. So, wieder nach oben. Und jetzt langhangeln, einmal über die komplette Grube. Ich hoffe, mein kleiner Finger macht nicht schlapp, denn auf dem liegt die Taste, die man gedrückt halten muss, um sich festzuhalten. Und bei solchen Hangelpartien ist das echt anstrengend. Komm schon, weiter, weiter. Oh oh. Das schaffen wir, das schaffen wir, Lara. You can do it. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh Gott, mein kleiner Finger macht echt gleich schlapp. Wir können das schaffen. Und wo komme ich eigentlich hier noch hin? Komme ich hier überhaupt hin? Irgendwo hin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen machen wir ganz leisure hier weiter. Genau, was war nochmal, wenn ich hier runterfalle? War das nicht so, dass ich. Also letztes Mal habe ich es dann irgendwie geschafft, dass ich darüber komme. Aber ob ich das jetzt auch schaffen weil würde, weiß ich nicht. Sonst. Was ist denn, wenn ich hier loslasse? Ist das blöd? Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ein wenig blöd. Okay. Dann hänge ich jetzt hier. Und letztes Mal hatte ich mich hier auch. Nein, letztes Mal hatte ich mich nicht hier runtergelassen. Okay. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Kann sie nicht jetzt auch an die Wand hier? Genau, jetzt bin ich an der Wand. Da ist das Gitter zu. Kann ich hier irgendwo, kann ich denn, kann ich von ganz unten nach hinten springen? Ich weiß nicht, ob das so passt. Oh Gott. Nein. Okay, das passt so überhaupt nicht. Wie zum Teufel habe ich das das letzte Mal gemacht? Gut, dass das schon so lange her ist, dass ich es nicht mehr weiß. Ja, ich sehe halt auch leider so gar nichts, ne? Bin ich nicht das letzte Mal hier irgendwie?
Irgendwie hier runtergegangen. Nee, so funktioniert's nicht. Okay. Aber wenn ich auf der richtigen Höhe bin, dann müsste ich da reinspringen können, theoretisch. Wahrscheinlich habe ich es letztes Mal echt nur durch viel Glück und keinen Verstand hinbekommen, ne? So. Was ist denn, wenn ich jetzt mal rückwärts springe? Dann bin ich wieder hier und dann sterbe ich wieder. Okay, das ist nicht ganz so optimal.
Was ist, wenn ich jetzt noch mal an die Wand gehe? Und wenn ich unten hänge, dann kann ich aber gar nicht springen, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall die eine Wand. Oder kann ich da, wenn ich da unten hänge? Nee, dann kann ich ja auch nirgendwo anders mehr hin. Yes, yes, oh mein Gott. Okay. Puh. Das war tough. So, jetzt aber. Okay. Das geht zu. Jetzt muss ich halt nur noch den Weg zurück schaffen. Und das wird auch kein Zuckerschlecken. Jetzt ist das da rechts auf. Das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Irgendein Grund, dass wir dorthin können. Ich werde erst einmal hier speichern. Ich hoffe, das war jetzt nicht blöd. Und jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt von hier aus? Da ist Wand, ja, da waren wir schon. Ich glaube, an diese Wände kann ich überall nicht. Also, was bringt es mir, hier zu sein? Vielleicht kann ich an dieser Seite weiterklettern. Ach so, nee, das hatte ich letztes Mal auch schon ausprobiert, ne? Genau, das hatte irgendwie nicht funktioniert. Wieso kann ich hier hin, meine lieben Leute? Hier oben komme ich ja niemals ran. Ich probiere jetzt einfach nochmal den Weg, den ich vermuten würde, dass ich halt irgendwie hier hochgehe, versuche rückwärts zu springen und mich dann festzuhalten. Oh Gott, soll ich lieber ein Stückchen runter? Ich weiß nicht. Also umdrehen, festhalten, nein. Nein, so geht das leider nicht. Okay. So. Kann das nicht so funktionieren irgendwie? Nee, irgendwie nicht. Heißt doch bestimmt, ich muss hier irgendwas machen. Ich versuche jetzt einfach random irgendwo hinzuspringen. Ist mir egal, ob es funktioniert oder nicht. Ich will da wenigstens noch rüberkommen, Leute, das sage ich euch. Und hier kann ich wahrscheinlich auch nichts machen. Nee. Nee. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein, da nochmal an die Decke zu kommen. Kann ja auch noch mal hier hin. Sie soll sich halt vielleicht doch nicht umdrehen, wenn sie springt. Weil sie kann sich ja auch nicht rückwärts festhalten, so, ne? Ach, ich habe keinen Schimmer, wie ich jetzt da wieder hochkommen soll. Ich kann auch nicht hier um die Ecke oder sonstiges. Ich meine, es sind wenige Zentimeter, die mich irgendwie trennen.
Ja, und ich schaffe es nicht. Also ich könnte, wenn ich dahin springe, ich weiß halt nicht, ob ich da irgendwie mit irgendeinem coolen Sprung irgendwas schaffen kann. Keine Ahnung. Ich habe das mit dem Gitter auch noch nicht so ganz verstanden, was jetzt die Funktion davon war. Ich meine, es wäre ja auch okay, wenn ich wieder an den Anfang komme. Yay, okay, ich bin jetzt hier. Das ist sehr gut. Und jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen und dann bin ich auf der anderen Seite. Okay, ich würde aber sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge und dann finden wir endlich unseren Weg hier raus. Bis dann.